Wem folgst du? Mir in Geist und Wahrheit oder dir selbst und deinem eigenen Willen? Auszug aus Predigt 28 des Herrn. Gleichnis vom großen Abendmahle vom 27. März 1872. Offenbart durch Gottfried Meyerhofer. Ich werde der Menschheit in Bälde ein großes Abendmahl zukommen lassen. Ich lade und habe schon längst die ganze Menschheit zu diesem Mahl eingeladen, bei dem sie nach getaner Arbeit zufrieden mit sich selbst, des vollbrachten Lebenswandels sich freuen soll und dann nach der geistigen Ruhe getrost dem neuen, anbrechenden Morgen eines nie endenden Tages entgegensehen kann. Doch wie es dem Hausherrn im Gleichnis erging, so ergeht es auch mir. Vor lauter Weltgeschäften entschuldigen sich die meisten und verschmähen oder scheuen meine Tafel, auf der mein geistiges Himmelsbrot der Liebe, Demut, Sanftmut und des unbedingten Vertrauens aufgetischt werden soll. Und warum? Weil sie auf ihrem ganzen Lebenswandel gerade den entgegengesetzten Neigungen gehuldigt haben. So wird auch mir nichts anderes übrig bleiben, als meine Knechte und Diener, die mir treu geblieben sind, in alle Welt hinauszuschicken, um unter den Armen, Krüppelhaften und Lahmen Tischgäste zu suchen, die auf ihrer Lebensbahn genug Gelegenheit hatten, wenn nicht Liebe, so doch Duldung und Sanftmut gegen ihre Mitbrüder auszuüben. Dadurch, dass ihnen weltliche Glücksgüter zum Teil unbekannt waren oder dass sie wenig von ihnen genießen konnten, sind sie duldsamer und leichter zugänglich geworden und genießen die auf meinem Tisch aufgesetzten Speisen mit Freuden, da ihnen in ihren körperlichen und seelischen Leiden dieses Abendmahl am Ende einer mühsam durchwanderten Lebensbahn doch wenigstens das Ende aller ihrer Duldungen und Entbehrungen ist. Das Lahme und Krüppelhafte muss auch auf das geistige Seelenleben bezogen werden, da es doch bei weitem mehr geistige Krüppel gibt als körperliche. Auch ihnen wird geholfen werden, weil sie, verwahrlost, aber nicht verdorben, die reine wahre geistige Kost eher annehmen werden als jene, die in ihrem Eigendünkel sich aufgeklärt wähnen und glauben, keiner Belehrung zu bedürfen. Es wird ihnen bei meinem Abendmahl ebenso ergehen wie den Juden, zu denen ich einst, als sie meine Worte nicht annehmen wollten, sagte, dass es ihnen entzogen und den Heiden gegeben werde. So wird denn das große Abendmahl vor meiner Wiederkunft die Würdigen von den Unwürdigen scheiden. Den einen wird der Weg zu mir bedeutend verkürzt, während die anderen, auf lange zurückgewiesen, sich selbst überlassen werden, bis es auch in ihnen tagt. Erst wenn sie den ganzen Tag fleißig gearbeitet, gekämpft und gelitten haben, dann erst nach langen Zeiträumen ist auch bei ihnen ein Abendmahl möglich. Auszug aus Timotheus Botschaft, bewegt durch den Geist Gottes. Gott ist Geist und Liebe, vom 21. November 2005. Die Trompete Gottes. Reflektieren unser Leben und unsere Wege die Wahrheit, von welcher wir sagen, dass sie in unserem Herzen ist? Obwohl das, was wir akzeptiert haben, geistig ist, muss es anderen auf irdische Art gezeigt werden, denn sie können das noch nicht verstehen, was geistig erkannt wird. Zeigen wir jenen, die wir lieben, wie Gott am Werk ist in unserem Leben, indem wir unser Leben zu einem leuchtenden Beispiel machen, hell und rein. Dies wird die Herzen jener mit der Zeit öffnen, die wir lieben. Alle Dinge, die vor Gott nicht akzeptabel sind, müssen überwunden werden in unserem Leben. Dies ist unsere vernünftige Aufgabe als Diener Gottes, weil er zuerst unsere Sünden und unseren Tod überwunden hat, durch den Tod und die Auferstehung seines einzigen Sohnes.
Dies ist es, wie wir erkennen können, ob der Geist in uns wohnt. All jene, die völlig verwandelt sind in ihren Herzen, werden anfangen, die Welt wie ein Fremder wahrzunehmen, in einem eigenartigen Land. Das sind die ersten Zeichen der Trennung in euch selbst, und es ist auch der Anfang eurer Absonderung von der Welt, endend in eurer völligen Separierung von dieser Welt, um mit dem Messias im Himmel vereint zu sein. Jene, die das Wort nur hören und bleiben, sie werden sicherlich ihre Belohnung haben, denn sie sind in dem Messias geblieben. Aber auch sie, die im Messias bleiben, sind Täter, denn einer kann nicht in der Wahrheit bleiben, wenn sein Leben nicht rein und gereinigt ist, aufgrund von ihm, der uns gereinigt hat. Wie die fünf Jungfrauen in Matthäus 25, die draußen stehen gelassen wurden, sagend, Herr, Herr, öffne uns. Und der Herr antwortete, ich kenne euch nicht, weil ihre bloße Verkündigung des Glaubens nicht genug war. Der Glaube ohne Werke ist tot, und genauso sind Werke, die ohne Glauben getan werden, auch tot. Seien wir uns bewusst, wir sind alles Diener. Entweder dienen wir Gott oder dem Teufel. Wir können nicht zwei Meistern dienen. Selbst wenn Menschen sich selbst täuschen, indem sie denken, dass sie keinem dienen. Standardmäßig dienen sie dem Teufel, denn nicht Gott zu dienen und zu gehorchen ist Sünde. Der Teufel ist der eigentliche Vater der Sünde, der Erste, der nicht gehorchte und sich von ihm, der ihn erschaffen hatte, wegdrehte. Auszug aus des Herrn Botschaft an Timothy. Wandle in dem Herrn, in Liebe, Glaube und Gehorsam. Vom 8. Januar 2006. Die Trompete Gottes. Wenn ihr einmal zum Stehen kommt durch die Gnade, die ich euch geschenkt habe, dann werdet ihr auch lernen, in mir zu wandeln, genau wie ich wandelte. Bis die Zeit kommt, wo wir zusammen über die Felder laufen und springen werden, die ihr noch nicht gesehen habt und euch noch nicht vorstellen könnt. Also strebt immer danach, in meinen Wegen zu gehen. Steht felsenfest, denn das Ende des Pfades ist in Sicht. Es gibt keine Zeit mehr, um zu zögern. Geliebte, seid meine Beispiele. Offenbart, dass ihr von meinem Leben empfangen habt und dass ich in euch lebe. Und lasst euer Licht so vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen können. Und verherrlicht euren Vater im Himmel. Zeigt ihnen den Weg durch euer Vertrauen und euren Gehorsam, damit sie auch kommen, um an eurer Seite zu wandeln, sogar auf der Schnellstraße der Heiligkeit, zu gegebener Zeit. Denn ich sage euch die Wahrheit, um dort zu wandeln, wo der Sohn des höchsten Gottes wandelt, müsst ihr werden wie ich und euer altes Leben kreuzigen und euch selbst absondern von der erbitterten Feindschaft, die von dieser Welt und den Menschen ist. Denn wie ich es gesprochen hatte zu meinen alten Jüngern, so sage ich es jetzt auch zu euch. Wenn jemand sich danach sehnt, mir nachzufolgen, so soll er sich selbst leugnen und sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sich wünscht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine eigene Seele verliert? Oder was wird ein Mann geben zum Tausch für seine Seele? Deshalb werden jene, die danach streben, ihr Leben in dieser Welt zu behalten, es verlieren. Sie sind schon zu toten Knochen geworden in einer Wüste vieler Sorgen, und sie führen andere ins Verderben oder folgen ihnen dorthin. Geliebte Kinder, was sind diese Dinge in der Welt verglichen mit eurem Leben? Was ist ihr wert? Was ist mit all diesen Werken der Menschen? Vergehen sie nicht? Noch einmal frage ich euch, was ist ihr wert? Denn ich sage euch die Wahrheit, wer auch immer irgendetwas in der ganzen Schöpfung mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Denn ich bin der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben. Da ist nichts abseits von mir, denn ich bin er, durch welchen alle Dinge bestehen. Auszug aus des Herrn Botschaft an Timothy.
Gesegnet sind jene, die um meines Namens willen überwinden. Vom 9. November 2006, Trompete Gottes. Kann einer, der das tut, was aus der Sicht Gottes eine Abscheulichkeit ist, mir dienen? Er kann nicht, denn keiner, der aktiv oder passiv engagiert ist in Homosexualität, wird das Königreich Gottes ererben. Schaut, auch alle, die ihr Einverständnis bekunden, werden draußen vor dem Tor zurückgelassen sein, sagt der Herr. Doch wenn einer zu mir kommt und mich um Vergebung bittet, ja ein fortlaufendes Waschen in meinem eigenen Blut, wird ihm sicherlich vergeben sein. Auch wenn er 7-mal zu mir kommt oder 70-mal 7, ihm wird vergeben sein. Denn ich vergebe all jenen, die zu mir kommen, in Aufrichtigkeit und Wahrheit. Und ich werde mich jenen nahen, die ein reumütiges Herz haben, und jene erretten mit einem demütigen Geist. Geliebter, durch dies soll unsere Liebe vollkommen gemacht sein. Du sollst Enthaltsamkeit üben von dem, was nicht gesetzmäßig ist, und jede Anstrengung auf dich nehmen, um dem fernzubleiben, was eine Abscheulichkeit ist in den Augen Gottes. Du musst danach streben, komplett abgesondert zu sein von jenem Leben und deinen Leib als ein lebendiges Opfer darbringen, vor dem Herrn, schuldlos. Denn das, was unnatürlich ist, ist allgemein bekannt, auch wenn die Männer und Frauen dieser Welt es leugnen. Und das, was gegen Gott ist, wird mit Feuer gereinigt werden. Auch alles, was verstößt, wird zerstört werden und zu einem raschen Ende kommen. Deshalb, mein Sohn, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir, wie ich bin, und nicht wie du oder die Kirchen der Menschen mich haben möchten. Doch denke an dies: Wer immer seine Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Kind oder nahen Freund mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Deshalb ist jener, der sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, meiner nicht würdig. Wie es geschrieben steht: Denn er, der an seinem Leben in dieser Welt festhält, wird es verlieren. Doch er, der sein Leben um meinetwillen aufgibt, wird es finden. Und wer immer einem von diesen Kleinen einen Becher kaltes Wasser gibt, in meinem Namen, das mein Schüler ist, versichere ich euch, wird keinesfalls seine Belohnung verlieren. So denn rufe ich dich, mir zu dienen. Das tue ich, wenn du willig bist, mir zu dienen, in aller Gerechtigkeit und ohne Kompromisse. Verlange ich, dass du vollkommen bist? Nein. Denn es gibt keinen, der vollkommen ist, außer der Heilige von Israel. Vielmehr verlange ich, dass du danach strebst, für mich ein Diener mit einem reinen Herzen zu sein, mit reinen Absichten, ein Schüler, der mich liebt mit seinem ganzen Herzen, Verständnis und Stärke, und auch seinen Nächsten liebt wie sich selbst. Denn es steht geschrieben und bleibt bestehen, dass einer nicht gekrönt werden kann, außer er ist bestrebt, dem Gesetz zu gehorchen. Mein Sohn, ich bin die Erfüllung des Gesetzes, das wahre Ziel, worauf die Tora hinzielt. Deshalb sind all jene, die mich umarmen, befreit von dem Fluch des Gesetzes. Aber auf keinen Fall sind sie jetzt frei, das Gesetz aufzugeben. Vielmehr lass das Gesetz in deinem Herzen geschrieben stehen, denn jetzt bist du unter der Gnade, und durch die Kraft meines eigenen Geistes bist du jetzt in der Lage, das Gesetz zu halten, denn Liebe hat dich errettet. Geliebter, komm zu mir und empfange. Lass mich dich waschen und reinmachen, damit du aufstehen kannst und in meinen Wegen wandeln, damit du mein Sohn sein kannst und ich dein Vater. Denn ich korrigiere und diszipliniere all jene, die ich liebe, damit nicht der Teufel den Vorteil gewinnt über sie. Deshalb sage ich noch einmal zu dir: Komm zu mir, denn ich bin dein Heiler. Diene mir, wie ich bin und nicht, wie du mich haben möchtest. Doch drehe dich weg zu fremdem Fleisch, und ich werde mich auch von dir wegdrehen und dich inmitten der Erde lassen, bis du wirklich bereit bist, dein Leben aufzugeben um meinetwillen. Mein Sohn, komm heraus aus ihnen, und ich werde dir ein kühles Wasser reichen, denn du bist noch durstig. Höre meine Worte und verstehe, denn meine Worte sind Leben für jene, die in ihnen wandeln,
und wenn du in ihnen wandelst, dann bist du wirklich mein Schüler. Auszug aus des Herrn Botschaft an Timothy. Läuterung und der Tag des Herrn vom 11. Dezember 2006. Trompete Gottes. Und so wird es kommen. Jene, welche Erste sein sollten, werden Letzte sein. Und jene, welche als Letzte gezählt waren, sollen Erste sein. Denn jeder Mensch, der von sich selbst denkt, gerecht zu sein, wird zurückgelassen. Denn es gibt keine Gerechten, nein, nicht einen. Weder Personen noch Kirchen. Alles ist Egoismus, Eitelkeit und Stolz. Vollständige Qual dem Geiste nach. Denn ich habe euch schon gesagt, dass ich von euch Demut fordere und eine vollständige Aufgabe eures Willens, dass ihr im Glauben wandeln sollt und vollkommen in der Lehre Christi bleibt. Doch all ihr Männer in den Kirchen bleibt in eurer eigenen Lehre, immer in Religion wandeln und nicht im Glauben und Vertrauen. Denn nicht einer von euch gehorcht Gott in Wahrheit. Ich sage euch, alle Religionen werden scheitern, nicht eine wird bestehen. Denn die Erlösung Gottes ist nirgends in den Religionen der Männer zu finden. Noch wird mich einer in einer Konfession oder Kirche finden. Deshalb sind all eure Versuche, euch an eure Selbstgerechtigkeit zu klammern, vergeblich. Denn jede harte und verkehrte Lehre der Menschen wird an jenem Tag verbrennen. Meine Kinder, die Kirche Christi wohnt in ihm und er wohnt in den Herzen der Menschen. Dies ist es, wo mein Sohn den Tempel wiedererbaut hat, welcher zusammengefallen ist. Doch ihr sucht äußerlich in der Welt nach Vollendung und vermischt die Dinge der Welt mit den Dingen Gottes, beschmutzt die reine Anbetung mit den Abscheulichkeiten der Heiden. Ihr entheiligt meinen Namen und meine Herrlichkeit, genauso wie ihr weitermacht, euch von meinem Wort zu trennen, im Bemühen, auf eurem eigenen Weg zu bleiben. Deshalb seid abgesondert, sagt der Herr der Heerscharen, euer Erlöser. Kommt heraus aus ihnen, aus den Religionen und Kirchen, und folgt mir. Meine Diener nehmt nichts mit euch, denn ich bleibe in keiner Kirche, von Menschenhänden erbaut. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Denn ich sage euch die Wahrheit, diese, welche irgendjemand oder irgendetwas in dieser Welt mehr lieben als mich, sind meiner nicht würdig. Und ein Freund dieser Welt zu sein, ist Feindschaft mit Gott, wie es geschrieben steht. Hört auf, den Geist zu unterdrücken. Wisst ihr nicht, dass mich auf irgendeine Weise zu feiern und anzubeten, die den Schriften widerspricht, eine Entheiligung meines Namens ist? Und dass etwas, das ich euch gegeben habe, mit den Dingen von Satan zu vermischen, eine Abscheulichkeit ist? Meine Kinder, kommt heraus aus ihr, die Hure hat euch verführt. Und ihr begeht willentlich Ehebruch mit ihr und schwelgt in all ihrer Hurerei. Ihr seid gefallen und dem Urteil übergeben. Läuterung am Tag des Herrn. Denn ich werde euch sicherlich korrigieren und disziplinieren. Mit einer strengen Rüge und einem ausgestreckten Arm werde ich euch demütigen und all eure weißgewaschenen Wände der Abscheulichkeit niederreißen. Auszug aus des Herrn Botschaft an Timothy. Wer ist Erster? Vom 24. März 2008. Die Trompete Gottes. Meine Söhne, wer ist Erster? Ihr sagt, dass ich es bin, doch ihr versucht, euch an dem festzuhalten, was vergeht, einen Frieden aufrechtzuhalten, der schon entfernt ist. Ihr realisiert nicht, dass dies nur dazu dient, die Wahrheit zu enthüllen, dass ihr nicht eure Frauen und eure Angst vor Konflikten über mich stellt, sondern euch selbst. Deshalb gürtet eure Lenden wie Männer und dient mir in Aufrichtigkeit und in Wahrheit, oder dient mir nicht. Denn es ist weit besser, nichts zu tun, als mich zu leugnen durch verborgene Taten und geheime Reden. Noch sollt ihr versuchen, euch selbst zu rechtfertigen durch falsche und täuschende Sinnbilder, welche ihr nicht von mir empfangen habt. Denn ihr habt es nicht mit Kindern zu tun, noch mit jenen, die Ignoranz vortäuschen, sondern mit jenen eures eigenen Haushalts, von welchem ihr das Haupt sein sollt.
Deshalb seid ihr verantwortlich, meine Söhne, denn durch euer Handeln habt ihr das Dilemma verschlimmert, wenn ihr stattdessen rasch all diese schiefen Wege hättet begradigen sollen. Oder habt ihr die Schriftstelle vergessen? Wer immer sich zu mir bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem Vater, der im Himmel ist. Aber wer immer mich leugnet vor den Menschen, den werde ich auch leugnen vor meinem Vater, der im Himmel ist. Denkt nicht, dass ich kam, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich kam nicht, um Frieden zu bringen, sondern ein Schwert. Denn ich bin gekommen, um einen Sohn gegen seinen Vater zu stellen und eine Tochter gegen ihre Mutter und eine Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Und deines Mannes Feind werden jene seines eigenen Haushaltes sein. Er, der Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und er, der Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und er, der sein Kreuz nicht aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Auszug aus des Herrn Botschaft an Timothy. Die Ernte ist getrennt vom 1. August 2011. Die Trompete Gottes. Ich kenne meine eigenen und meine eigenen kennen mich. Und ich werde keine heiraten, die sich mit einem anderen verlobt hat. Ich bin heilig und meine Braut ist heilig. Mein Blut rinnt durch ihre Venen. Mein Ebenbild zeigt sich auf ihrem Gesicht. Und das Licht von meinem Kommen widerspiegelt sich in ihren Augen. Ich habe ihren Blick eingefangen und sie wird keinesfalls wegsehen oder nach einem anderen suchen. So sind einige schon von dieser Erde gepflückt und diese sollen auch genommen sein. Diese werden sicher gegangen sein von diesem Ort. Ihre Herzen haben sich getrennt von dieser Welt und ich habe sie aus der Mitte ihrer Brüder gezupft. Geliebte, ich versammle euch jetzt. Ich muss nur euren Namen rufen und wir werden zusammen durch das Tor gehen. Habt ihr meine Worte verstanden? Habe ich in dieser letzten Stunde nicht klar und einfach zu euch gesprochen, durch ein paar Sprachbilder? Habe ich euch nicht wie mein eigenes behandelt, ebenso wie die 12? Meine Liebe ändert nicht, und obwohl ich meinen Unmut offen verkünde und mein Zorn hervorgerufen ist, meine Liebe ändert sich nicht. Ich verschließe die Gedanken meines Herzens nicht für euch. Ich spreche sie offen aus. Warum dann haltet ihr euch zurück? Es ist Zeit, sich von dieser Welt zu entfernen. Wer jedoch unter euch ist schon entfernt? Meine Kinder, es ist Zeit. Und obwohl eure Gedanken euch betrügen und eure Taten euch Schmerzen zufügen, es ist Zeit. Und obwohl eure Freunde und geliebten Menschen euch hassen und alle möglichen Falschen und hasserfüllten Beleidigungen und Verleumdungen gegen euch vorbringen. Es ist Zeit. Ihr werdet gemieden und als böse angeschaut, doch es ist Zeit. Deren Ansichten sind sicher nicht erforderlich, noch ist deren Zustimmung nötig. Ich bin heilig, und Treue ist auf meinem Gewand geschrieben, sagt der Herr. Auszug aus des Herrn Botschaft an Timothy. Der Wankelmütige wird nicht eintreten. Vom 31. März 2013. Die Trompete Gottes. Das sagt der Herr zu seinem Diener. Hege keinen Groll gegenüber deiner Mutter, noch halte Feindseligkeit in deinem Herzen. Vergib ihr. Dennoch, weil sie meine Gebote nicht hält und jeder meiner Anordnungen missachtet und keine Erlaubnis gibt, sich an meine heiligen Tage zu erinnern, und sie heilig zu halten und immer Kompromisse schließt, ihren Kindern zuliebe, indem sie diese Dinge tut, von welchen ich sagte, sie soll sie nicht tun. Dies ist, was der Herr, euer Gott, sagt. Diese, die einen Prophet Gottes kennen, müssen den Worten, die er spricht, auch Beachtung schenken. Und jene, die meine Worte empfangen haben aus der Hand meines Propheten, sind daran gebunden. Denn wer mich liebt, ist immer bestrebt, in meinen Wegen zu wandeln, und wer mich kennt, erkennt das Wort, welches jenen gegeben ist, die ich sende, und er gehorcht. Doch mit deiner Mutter ist es nicht so. Mit ihrem Mund bezeugt sie ihre Liebe zu mir, doch ihre Handlungen sprechen das Gegenteil.
was wiederum mein Herz offenbart, das weit von mir wegbleibt. Ein Herz, das mit jenen dieser Welt verheiratet ist. Ein Kind, das wankelmütig ist in all seinen Wegen. Folglich soll sie nicht in das Haus meines Propheten eintreten, noch soll sich irgendjemand nähern, der gegen mich steht. Und dies soll ein Zeichen sein und ein Zeugnis gegen sie, bis die Zeit geändert hat. Denn jene, die auf der Seite der Rebellischen stehen und sich auf die Seite der Frechen und Vorlauten schlagen, stehen mit ihnen, und jene, welche mit den Gottlosen verkehren und sich wohlfühlen unter jenen, die meine Diener verleumden und meinen Namen lästern, haben sich selbst in Übereinstimmung mit diesen gezeigt. Deshalb sage ich noch einmal bezüglich deiner Mutter, sie soll nicht eintreten, sagt der Herr. Denn so wie es geschrieben ist, so wird es sein. Wer immer sich vor den Menschen zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Denkt nicht, dass ich kam, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich kam nicht, um Frieden zu bringen, sondern ein Schwert. Auszug aus des Herrn Botschaft an Claire. Kauft von mir feuergeläutertes Gold vom 5. Mai 2015. Liebesbriefe von Jesus. Jesus sagt, da gibt es so viel zu tun für die Menschen, aber sie haben sich selbst eingeschlossen in ihrer Komfortzone. Sie leben, wo sie sich hingezogen fühlen zu leben. Sie wählen alles nach ihrem Geschmack und dies ist, warum so viele verloren sind und einsam der Straße entlang wandern, ohne wirkliches Ziel, außer den Ist-Zustand beizubehalten und für die Vergnügungen des Fleisches zu leben. Der Feind nutzt das Fleisch, um eine Seele einzuschließen in ihren Vorlieben und Abneigungen, wo zu leben, welche Arbeit zu tun, wie zu kleiden, wie zu essen und wie in Sicherheit zu sein. Aber ich sage, ihr müsst leben wie die Spatzen, um frei zu sein. Lebt für den Geist und folgt meinem Willen für euer Leben. Ihr müsst nur umherschauen und die Frustration und das Elend jener ansehen, die für die Annehmlichkeit des Leibes leben. Etwas ist tot im Innern, der Lebensfunke verschwunden, begraben unter mehreren Schichten von Vorlieben und Abneigungen, entsprechend dem Fleisch. Das Leben ist ein Abenteuer, voll von neuen Erfahrungen, wenn es eines für mich lebt. Dies ist es, was ich von meinen Gefäßen der Ehre brauche. Flexibilität und eine Willigkeit, dahin zu gehen, wo ich sie hinführe und wann ich sie hinführe. Da gibt es so viel Fülle in einem Leben, das im Geist gelebt wird, und so viel Ablagerungen in einem Leben, das für das Fleisch gelebt wird. Meine Kinder, ich habe solch wunderbare Dinge für euch zu tun, aber euer Eigensinn im Wählen eures Wohnortes bindet meine Hände. Da gibt es Verbindungen, die darauf warten, getätigt zu werden, ein Erweitern eures Horizonts und ein Vertiefen eurer Erkenntnis, wenn ihr nur unter das Joch des Gehorsams kommen würdet. Aber werdet ihr mir vertrauen? Werdet ihr anerkennen, dass ich Gott bin und dass es keinen anderen gibt? Dass meine Pläne viel außergewöhnlicher sind verglichen mit euren Plänen? Dass nichts unmöglich ist für mich? Dass ihr mir euer Leben anvertrauen könnt? Ihr müsst euch mit diesen Fragen auseinandersetzen und arrangieren, wenn ihr die Fülle des Lebens leben wollt, für welche ich euch berufen habe. Da gibt es keinen Grund, warum eine Person an ein Haus gebunden sein muss, an ein Stück Land, an eine Stadt oder an ein Land. Die Welt ist ein aufregender Ort mit vielen Möglichkeiten für jene, die willig sind, nur für den Geist zu leben und dahin zu gehen, wo ich sie sende. Seid euch bewusst, wenn ihr kommt, um mir zu dienen, ist euer Leben nicht länger euer eigenes. Die meisten Menschen, wie auch immer, versuchen ihr neues Leben in mir auf zwei Schienen zu fahren, was sie wollen und was ich will, innerhalb des Rahmens von dem, was sie wollen. Lieber als ihren Willen und ihren Weg komplett mir zu überlassen, schließen sie Kompromisse und erwarten, dann glücklich und erfüllt zu sein. Aber es wird niemals geschehen, bis sie ihre Absicht völlig aufgeben.
Einige richten sich immer nach den Erwartungen ihrer irdischen Eltern aus. Einige haben ihre Augen auf einem Karriereziel und auf Wohlstand. Und innerhalb jenem Rahmen wählen sie, was sie denken, dass es mein Wille ist. Aber sie sind so weit weg von der Wahrheit, dass sie geschockt sein würden, wenn ich es ihnen offenbare. Doch ich kenne den Kurs, an welchem sie festhalten, doch ihr Leben wird sie in eine Mittelmäßigkeit und Traurigkeit führen. Ich kann nur warten, bis sie doch noch entdecken, dass es nicht das ist, was sie wollten. Und traurigerweise ist es bis dann mehr als die Hälfte ihres Lebens gelebt. Und Krankheit hat einen Weg in ihren Körper gefunden. Ich sage dies nur in eurem eigenen Interesse, Kinder. Wählt mich und meinen Willen mit kompromisslosem Vertrauen und Klarheit. Sucht mich und wartet auf mich. Legt eure Absichten nieder. Lasst eure irdischen Eltern ihre eigenen Leben führen. Aber ihr folgt mir. Viele sind verwirrt, was es bedeutet, Mutter und Vater zu ehren und ihnen zu gehorchen. Es bedeutet nicht, dass sie meinen Platz in eurem Leben einnehmen und dass ihr sie diktieren lässt, was und wie euer Leben sein sollte. Ehrt sie in ihrem Alter, helft, wie ihr könnt, feiert ihre Geburtstage mit ihnen, behandelt sie respektvoll und schätzt sie in all eurem Handeln, aber gebt ihnen niemals das Steuer in die Hand. Dies ist mir zugedacht und mir allein. Steht es nicht geschrieben, alle, die ihren Vater oder ihre Mutter mehr lieben als mich, sind meiner nicht würdig? Alle, die ihren Sohn oder ihre Tochter mehr lieben als mich, sind meiner nicht würdig. Matthäus 10,37. Auszug aus des Herrn Botschaft an Claire. Du empfängst nicht, weil du nicht glaubst. Vom 13. Mai 2015. Liebesbriefe von Jesus. Jesus sagt, wenn es euch an Glauben mangelt, bittet darum. Ich werde sicherlich euren Glauben stärken, während ihr Babyschritte macht, um mir zu vertrauen. Und das ist das fundamentale Thema hier, Vertrauen. Und aus dem Vertrauen heraus kommt der Glaube. Und wen vermutet ihr, bringt laufend euer Vertrauen in mich zum Scheitern, indem er über meinen Charakter lügt? Ja, der Vater der Lügen. Sein Bestreben ist es, Menschen zu täuschen, besonders über meinen Charakter. Es ist ein Schlag in mein Gesicht, zu glauben, dass ich nicht durchdringe und treu sein werde. Es ist eine Verleumdung gegen mich und ich erwarte, dass mein Volk mich verteidigt. Aber stattdessen drehen sie sich weg und geben auf, weil sie die Lüge glauben. Jene Intimität, die ihr sucht, ist höchst bedrohlich für Satan, denn ein tauber und dummer Christ ist kein großes Problem. Sie können mich nicht hören. Also nehmen sie ihm keinen Boden weg. Aber ein Christ, der Gott zuhört und ihm gehorcht, jener ist ein Problem und er wird ihm Boden wegnehmen. Das ist, warum euer Glaube angegriffen wird, während ihr mir folgt und ihr werdet zu einer ernsten Bedrohung für das Königreich der Dunkelheit, an zweiter Stelle nach dem Gebet. Das Problem ist, eure Gebete sind nutzlos ohne Vertrauen und Vertrauen kommt durch das Hören. Und ich meine nicht nur als Geräusch im Hintergrund, ich meine in eurem Herzen hören. Das baut euer Vertrauen auf, während ihr mein Wort esst und geistig verarbeitet und es zu einem Teil von euch wird. Also drückt der Feind die roten Knöpfe bei euch. Ihr erlebt Zurückweisung und Spott und ihr werdet als getäuscht und geisteskrank betitelt werden. Das sind jene Dinge, die ihr hasst, also umgeht ihr jene Bezeichnung um jeden Preis. Aber wie könnt ihr glauben, wenn ihr euer Lob von den Menschen empfängt? Seht ihr nicht, dass solange ihr von anderen abhängig seid, um eine Bestätigung zu bekommen, dass ihr lahm und schwach sein werdet, von mir zu hören? Ich binde diese Botschaft zusammen mit der Schrift, welche ihr in 1. Johannes Kapitel 2 nachlesen könnt. Da einige von euch sagen, die Botschaften sind nicht schriftgemäß und aus diesem Grund die Wahrhaftigkeit dieses Gefäßes bezweifeln. Zu euch sage ich, hört auf mit eurem Unglauben, denn er beraubt euch des Schatzes meiner Gegenwart. Und der Feind weiß ganz genau, wenn ihr einmal meine Gegenwart kultiviert habt,
dass ihr nicht mehr betrogen und irregeführt sein werdet wie jene, die unbekümmert und gedankenlos allem folgen, was sie von der Kanzel hören. Also sondert euch ab von jenen, die euch beschämen und verdammen, weil ihr die höheren Gaben sucht. Mut ist vonnöten, zusammen mit Vertrauen, um die Stimmen des Feindes zu überwinden, die euch umgeben. Selbst jene, die euch am nächsten sind, sind einfach zu überzeugen gegen euer Streben nach mir. Denkt daran, ich habe euch gesagt, irgendjemand, der Mutter, Vater, Ehefrau oder Kinder mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Dies ist nicht die Zeit, feige zu sein im Streben nach Heiligkeit. Dies ist die Zeit, von welcher die Propheten gesprochen haben, wenn die königliche Stärke euch aufrechterhalten muss und euch zur Wahrheit führen, indem ihr allen Gegnern widersteht. Ihr werdet nicht erfolgreich sein, ohne dass ihr euch selbst von jenen ablöst, die ihr liebt und respektiert. Eure erste Aufgabe und Verpflichtung gilt mir, und jene, die der Feind gegen euch nutzt, sollen geliebt werden, aber ihr sollt euch ihnen nicht unterwerfen oder fügen. Ich rufe euch auf, mich von all euren anderen Beziehungen abzusondern und macht keine Kompromisse mehr mit irgendeinem Menschen, denn dies wird euer Untergang sein. Dies ist die Zeit eurer großen Prüfungen, die über alle kommt, die auf der Erde wohnen. Und wenn ihr jetzt nachgebt, führen sie euch sicher entlang der Straße der Kompromisse, welche mit dem Zeichen der ewigen Verdammung endet. Steht fest in dem, was ihr in eurem Herzen wisst, dass es wahr ist. Erwartet, ohne dass ihr den Zweifeln eine Chance gebt, erwartet mich, dass ich aufgrund eurer Bemühungen handle und euch besuche, denn wahrlich, ich bin ein Gott, der jene belohnt, die eifrig nach mir suchen. Öffnet eure Augen, öffnet eure Ohren, stimmt euren Verstand und euer Herz neu. Seid aufmerksam. Ich spreche zu euch viele Male während des Tages, aber ihr seid Menschen, die eingeschlafen sind an den Toren. Ihr erkennt den König nicht, wenn er zu euch kommt. Ich segne euch jetzt mit einer neuen Salbung, mich zu hören. Sucht nach meinen Botschaften für euch in allem um euch herum, im Wind, in den Bäumen, in der Sonne, auf eurem Weg, im Autoaufkleber, im Stau, in den Zahlen, auf euren Uhren, im Ruf der Taube, in der Herzform, wenn ihr eine Tomate schneidet oder wenn ihr etwas verschüttet. Oh, ich spreche auf so viele Arten mit euch. Öffnet jetzt eure Ohren und eure Augen, um mich zu sehen und zu hören. Während ihr dies übt, werde ich deutlicher und lauter werden mit meinen Botschaften für euch. Die Zeichen meiner Liebe sind überall um euch herum. Geht jetzt und fangt an, sie wahrzunehmen. Auszug aus des Herrn Botschaft an Claire. Entrückungsübungen reinigen meine Braut. Vom 16. Mai 2015. Liebesbriefe von Jesus. Claire begann: Herr, ich verstehe nicht wirklich ganz. Müssen wir tatsächlich ohne Fleck, Knitter und Makel sein, wie dein Wort sagt, bis zum Buchstaben? Jesus sagt: Claire, du hast es selbst so viele Male gesagt. Wie kommt es, dass es dir jetzt entfällt? Ihr müsst nicht perfekt sein, aber der Wille und die Absicht, perfekt sein zu wollen, mit mindestens einigen Früchten, das muss wirklich vorhanden sein. Eine fortwährende Bemühung, eine fortwährende Korrektur. Und denke daran, ich führe die Tat durch in der Seele. Es ist lediglich ihre Bemühung und Kooperation, die ich brauche. Viel zu viele schlittern umher und machen Kompromisse. Kompromisse müssen aufhören. Ich brauche eine reine, aufopfernde Absicht und die Frucht, welche das produziert. Dies ist kostspielig, doch wenn jener Preis bezahlt wird, sehe ich, dass die Absicht aufrichtig ist und ich werde das belohnen. Das sind jene, die zusammenleben und keine Absicht hegen zu heiraten. Das ist Sünde. Das sind jene, die massiv verschuldet sind in der Welt und weiterfahren, einen verschuldeten Lebensstil zu leben, um ihre Kumpel zu beeindrucken. Da gibt es jene, die wissen, dass sie weltliche Mittel nutzen, um ihre Kirche gedeihen zu lassen.
Sie fühlen es in ihrem Gewissen, aber machen sowieso weiter, es zu tun, weil sie eine erfolgreichere Gemeinde und einen erfolgreicheren Lebensstil wollen. Das sind jene, die ich gerufen habe, der Welt ihren Rücken zuzudrehen und sich meiner Absicht zu widmen, doch sie halten immer noch am unterwürfigen Leben fest, um ein Dach über ihrem Kopf zu haben und Nahrung in ihrem Bauch, genauso wie schöne Autos zu fahren und das neueste Telefon zu besitzen. Doch ich brauche sie und ich habe ihnen zugerufen, all dies zu verlassen und den staubigen Pfad der Missionsarbeit unter den Armen zu gehen. Das sind jene, die in ihrer Kultur gefangen sind. Sie fühlen den Ruf, wegzulaufen, aber sie suchen die Bequemlichkeit und die Bestätigung ihrer Kumpel und Familie mehr als meine Bestätigung. Einige von ihnen habe ich ausgebildet, weil ich eine Aufgabe für sie im Auge habe. Aber aufgrund des Drucks der Familie lehnen sie es ab, dies zu tun. Jeder, der die Welt und alles, was sie anbietet, mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Sie sind Gefangene und ich kann sie nicht nutzen, bis sie sich und die Welt endgültig aufgeben. Du weißt dies, Claire, du warst an jenem Ort. Und da gibt es andere, die am richtigen Ort sind, die ihre Jobs einfach halten und Familien gründen und keine Kompromisse eingegangen sind. Sie wurden immer wieder übergangen in ihren Jobs, weil sie nicht flexibel genug waren in ihrer Moral, um fragwürdige Geschäftspraktiken ihrer Chefs auszuführen, die ihnen aufgetragen wurden. Da gibt es Hausfrauen, die ihren Männern treu sind und Dinge wie Seifenopern verabscheuen und ihre Kinder erziehen, heilig zu sein. Sie werde ich entrücken. Doch da gibt es andere, die sich diesen Schmutz reinziehen und dafür leben, Geld in den Einkaufszentren auszugeben und ihre Kumpel zu beeindrucken. Und ihren Kindern erlauben sie, das zu tun, was ihnen gefällt, weil sie keine Konflikte in ihren Familien wollen. Ich kann sie nicht entrücken. Dies sind alles Zeichen, dass sie die Welt mehr lieben als mich. Also kann ich sie nicht entrücken. Kannst du das verstehen? Auszug aus des Herrn Botschaft an Claire. Erfreut eure Eltern oder erfreut mich. Vom 2. November 2015. Liebesbriefe von Jesus. Jesus sagt, alle Dinge für mich aufzugeben, ist eines der größten Opfer, das eine Seele erbringen kann. Es ist die Feuerprobe ihrer Liebe zu mir. Wenn ihr für die Welt arbeitet, für Geld und die schönen Dinge, die es kaufen kann, seid ihr gefangen gegenüber den Dingen dieser Welt. Ihr seid nicht frei, mir zu dienen und dorthin zu gehen, wo es mich erfreut. Ihr sagt mir, ich habe eine Frau und Kinder. Hast du die Frau oder den Mann meiner Wahl geheiratet? In jenem Fall werden sie die Bequemlichkeiten der Welt auch aufgeben für mich. Ganz viele Seelen leben und atmen von Augenblick zu Augenblick. Sie leben nicht wirklich, sie überleben. Etwas Tiefes in ihrem Innern ruft, aber jene Straße ist blockiert von einem schuldenbeladenen Lebensstil. Am Ende sind sie alt und haben nichts bewirkt und sie wissen tief im Innern, dass ihr Leben eine Verschwendung war und nicht das, was es für mich hätte sein können. Ich spreche jetzt zu euch, ihr jungen Leute. Entscheidet euch nicht für das Zweitbeste. Entscheidet euch nicht für eine Partnerin oder einen Partner, welcher nicht meine Wahl ist. Ich verspreche euch, ihr werdet es für den Rest eures Lebens bereuen. Wenn ihr mich liebt und wisst, dass nichts in dieser Welt euch befriedigen kann, wählt keine weltliche Karriere. Ich rufe vielen von euch zu, aber ihr habt euer Leben euren Eltern übergeben, nicht mir. Sie haben Erwartungen und ihr habt die Träume eures Herzens begraben, um sie zu erfreuen. Sie unterstützen euch, weil ihr tut, was sie wollen, dass ihr es mit eurem Leben tut. Ist es das wert, meine Auserwählt? Schaut auf euer Leben, wie es in 20 Jahren aussehen wird, unabhängig von der Entrückung. Dies ist eine Übung für den aktuellen Moment. Wenn ihr der Richtung folgt, die ihr eingeschlagen habt, wie wird euer Leben in 20 Jahren aussehen? Jetzt bitte ich euch darüber nachzudenken, ob dies wirklich das ist, was ihr für euer Leben wollt. Manchmal ist es Not, die in euren Entscheidungen zum Tragen kommt. Nun, erfreut eure Eltern,
lebt von ihrer Unterstützung oder wählt mich und folgt mir und ihr werdet als verrückt abgestempelt und ihr seid arm und ausgestoßen. Ihr sagt, dass ihr mich liebt, aber reflektieren eure Entscheidungen diese Liebe oder widerspiegeln sie eure Liebe zur Welt und die Zustimmung eurer Eltern? Eines Tages werde ich sie dafür zur Rechenschaft ziehen, ein Hindernis gewesen zu sein. Doch dies sortiert jene aus, die den ganzen Weg mit mir gehen werden und jene, die nur den halben Weg gehen werden. Bin ich brutal hier? Nicht wirklich. Ging ich den halben Weg? Stoppte ich kurz vor dem Kreuz und sagte bis hierher und nicht weiter? Steht es nicht geschrieben, er, der Vater oder Mutter, mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig? Und er, der Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und er, der sein Kreuz nicht aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Matthäus 10,37. Ja, da gibt es sehr viel zu verlieren, zählt die Kosten. Wenn ihr einmal aufgebrochen seid auf dieser Straße, werdet ihr nicht zurückkehren wollen. Ihr werdet als Deserteur beschimpft werden, unverantwortlich, faul, für nichts gut. Und auf eine Art stimmt es, ihr seid für nichts gut, soweit es die Welt betrifft. Eure Ziele und die Ziele der Welt haben nichts mehr gemeinsam. Auszug aus des Herrn Botschaft an Claire. Bist du gerufen? Vom 22. August 2016. Liebesbriefe von Jesus. Aber ich muss euch sagen, euer eigenes Ich, euer Fleisch und Willen wird sterben, wenn ihr mir folgt. Da wird es Nächte geben wie heute, wo Claire einfach nur ins Bett wollte, weil Ezekiel sich den ganzen Tag im fürbittenden Leiden befand und sie selbst abgekämpft war von Sorge und vom Gebet. Aber ich brauchte sie und ich rief sie, auf den Schlaf zu verzichten und meiner Botschaft zuzuhören für euch. Und ich schenkte ihr die Gnade, hier zu sein und zu gehorchen. Da gibt es Zeiten, wenn ihr lieber jemanden abschreiben würdet, aber ich euch bitten werde, den zusätzlichen Schritt zu machen und wieder Frieden herzustellen, selbst wenn ihr nicht im Fehler seid. Da gibt es Zeiten, wenn ich euch bitten werde, etwas zu tun, was die Zensur und die Verleumdung von anderen Menschen mit sich bringt. Ihr werdet ihre Achtung verlieren und Freunde und Verwandte verlieren. Ihr werdet wählen müssen zwischen ihnen und mir. Da wird es Zeiten geben von Tadel und Korrektur, sogar Demütigung. Werdet ihr weitergehen mit mir, wenn ihr durch mein Wort beschämt worden seid? Werdet ihr weiterfahren, mir zu folgen, wenn euer Ehepartner euch droht, euch zu verlassen? Viele geben mir den letzten Rest ihres Lebens, das Überbleibsel. Ja, ich nehme auch das. Ich nehme, was immer ihr mir geben wollt, aber ihr werdet euch wünschen, dass ihr jene Entscheidung getroffen hättet, als ihr jünger wart. Einige von euch sind jung und stark und ihr freut euch auf eine gut bezahlte Karriere nach dem Universitätsstudium. Ich werde euch jetzt warnen. Wenn ihr in jenem Klima überlebt, werdet ihr ohne irgendwelchen Glauben herauskommen. Einige von euch mögen ein Bibelstudium wählen und studieren, um Pfarrer zu werden. Einen gut bezahlten Job mit Versicherung im Auge habend und so weiter. Ihr denkt immer noch wie die Welt. Wenn ihr mir folgen wollt, werdet ihr eurem Herzen folgen müssen. Keiner meiner Apostel war gut ausgebildet, außer jener, der mich verraten hatte. Das sollte euch etwas deutlich machen. Alles in den Evangelien ist eine sinnbildliche Darstellung für eure aktuelle Zeit. Die Männer, welche bei mir am meisten Erfolg hatten, waren einfache Männer mit Herz und sie standen in Flammen. Sie verliebten sich in mich und wollten nur das, was ich ihnen zu geben hatte. Petrus verließ ein lukratives Fischgeschäft mit Angestellten, Diener, eine Frau und Kinder. Matthäus war auf dem besten Weg in einen lukrativen Regierungsjob, sich die Leiter hocharbeitend in eine höhere Stellung. Lukas war ein Arzt mit einer florierenden Praxis, mit einem beträchtlichen Einkommen, welches ihm ein bequemes Leben mit gesellschaftlicher Stellung und Gunst versprach. All diese Männer hatten hart gearbeitet, um sich selbst in eine sichere Position zu bringen, was ihnen ein gutes Leben versprach.
Alle erkannten die köstliche Perle und drehten der Welt ihren Rücken zu und folgten mir. Und was ist mit euch? Wer sagt ihr, dass ich bin? Was bedeutet meine Einladung für euch? Haben eure Eltern für euch eine College-Ausbildung arrangiert und ihr wagt es nicht, sie zu enttäuschen? Geht ihr von einer College-Klasse zur nächsten und ihr fühlt, als ob ihr eure Zeit verschwendet und euch in die falsche Richtung bewegt? Nun, vermutlich tut ihr das, wenn ihr so fühlt. Also, was müsst ihr tun, um mir zu folgen? Wie der reiche Jüngling. Geht und verkauft alles, was ihr habt, und gebt es den Armen. Dann kommt und folgt mir, genau wie am Anfang. Und wohin geht ihr? Wo immer mein Geist sich bewegt, wo immer Wunder getan werden in meinem Namen, wo immer Menschen ihr Leben riskieren, um das Evangelium zu bringen, wo immer euer Herz euch hinführt, denn ich wohne in eurem Herzen und ich berate euch von eurem Herzen aus. Ich lege meine Wünsche, welche eigentlich eure Wünsche sind, in euer Herz. Ja, ihr könnt ein Bibelcollege wählen, aber ich frage euch Folgendes. Was wollt ihr lernen? Alles über die Bibel und wie man eine Kirche führt? Oder meine Wege? Ihr werdet meine Wege nicht lernen, bis ihr hinausgeht unter die Menschen und lernt, euch mit ihren Sorgen und Erfolgen zu identifizieren. Ihr werdet nur lernen zu lieben, wie ich liebte, wenn ihr hinausgeht zu ihnen und lebt, wie sie leben. Dort zu sein, in all den verschiedenen Situationen des Lebens, welchen sie begegnen mit mir, nur als ihr Betreuer. Seht ihr, diese Einladung ist ein Ruf, dass ihr eure Leben von der Welt befreit, um dann in das Meer der verletzten Menschheit einzutauchen und euch nur von meiner Stimme führen zu lassen. Vor allem anderen, folgt eurem Herzen, folgt der Liebe, geht mit der Salbung und lernt. Lernt mit anderen zu arbeiten und lernt, mir allein treu zu sein, in der Mitte von Widersprüchen. Ja, ich werde mit euch sein, bis zum Grad, wie ihr euch opfert. Bis zu jenem Grad werde ich mit euch sein. Ich werde niemals von eurer Seite weichen und ihr werdet meine Wege lernen, aus erster Hand. Die einzige Anforderung ist der Wunsch, mich zu lieben und euren Bruder zu lieben. Ihr mögt noch nicht dort sein, wenn das aber euer innigster Herzenswunsch ist, dann habe ich es dorthin platziert und ich werde es auch geschehen lassen. Leugnet euch selbst, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir. Auszug aus des Herrn Botschaft an Claire. Gehorsam und Willigkeit vom 25. November 2016. Liebesbriefe von Jesus. Du bist mir raffiniert ausgewichen über Jahre, Claire. Hättest du reagiert, wie Sherry es getan hat, nun... Ich kann dir nicht sagen, wo du jetzt in meinem Königreich und Dienst sein würdest und das Glück, das du fühlen würdest. Ich strafe dich nicht, meine Liebe, ich lege nur die Fakten auf den Tisch. Aber ich gab dich niemals auf, Claire. Bist du nicht froh darüber? O lieber Gott, ja, ich war nie glücklicher und erfüllter, als ich es im Augenblick bin. Ja, und das ist die Frucht des Gehorsams. Ich kann eine Seele nicht auf die Straße ihrer Bestimmung führen, wofür ich sie erschuf, wenn sie mir nicht die komplette Kontrolle übergibt. So viele vertrauen auf ihren sozialen Status und erstarren vor Angst beim bloßen Gedanken, selbst zum Bettler zu werden. Da gibt es niemanden auf dieser Erde oder im Himmel, der mehr Ansehen hat vor mir, als einer, der zum Bettler wurde für mich. Schon der bloße Gedanke ist äußerst bedrohlich, zu einem Niemand von nirgendwo zu werden und nirgends hinzugehen, weil ihre Realität die Welt, die weltliche Sicherheit und das weltliche Ansehen ist. Was ihnen aus diesem Grund fehlt, ist der am meisten geschätzte Zustand, den ein Mensch anstreben kann, nämlich meine geliebte Gattin zu sein und eins mit mir, völlig mir übergeben. Einem, der in dieser Realität lebt, kann es egal sein, wie andere ihn sehen. Diesem ist es völlig egal, ob er eine Mahlzeit auslässt oder Nahrung bekommt. Es ist ihm egal, wo er schläft. Seine einzige Sorge ist, mich nicht zu verlieren. Und aus diesem Grund sorge ich mich um ihn und kümmere mich übernatürlich um all seine Bedürfnisse. Wenn eines sich aber dem Trost der Familie zuwendet, ist es vorbei.
Wenn das Gewissen einer Seele verdorben ist von der Welt, muss sie laufen, ein Sicherheitsnetz unter sich haben, und so macht sie weiter, der Welt anzugehören, während sie äußerlich vorgibt, zu mir zu gehören. Ihr Leben ist ein verwirrtes Durcheinander, weil sie versucht, zwei Meistern zu dienen, Gott und dem Mammon oder der Welt und dem Geld. Also arbeite ich so eng mit ihr zusammen, wie sie es zulässt. Ich setze mich für sie ein ums andere Mal. Aber da kommt ein Punkt, wo ich sie loslassen muss, sozusagen, und ihr erlauben, ihren eigenen Weg zu gehen ohne Hemmnis. Ich bin traurig darüber, weil ich sehe, was hätte sein können und die Seelen, die sie hätte zurückbringen können in mein Königreich, bevor es für sie zu spät ist. Also geht diese Seele zurück in die Welt und wird wieder von ihren eigenen Ideen gelenkt. Für viele ist es zu spät, bei anderen werde ich es immer wieder versuchen, aber jedes Mal wird ihr Herz härter. Ihr Leben ist völlig vereinnahmt von ihren eigenen persönlichen Dramen, welche sie zur Genüge erzeugen, und das ist dann, was ihr Leben steuert. Wie ich mir wünschte, dass ich am Steuer hätte sitzen können, aber sie würden es nicht zulassen. Ich sandte ihnen meine besten Ratgeber, damit sie nicht sündigen, indem sie mir die Schuld geben, aber ich wusste es nicht. Das ist ein üblicher Ausruf, der sie verurteilt. Wenn ich ihnen die vielen Menschen zeige, die ich zu ihnen sandte, um sie zu führen. Aber wie hätte ich wissen können, dass sie recht hatten, ist immer der nächste Einwand, und dann spiele ich ihnen das Band ab. Die Zeit, wo ich sie im Geist besuchte und jene Richtung zuverlässig bestätigte, wieder und immer wieder, ich zeige ihnen, wie sie es in der Tat wussten und trotzdem ihren eigenen Weg wählten. Siehst du, Claire, ich lasse nichts aus, um die Rebellischen in meinen Dienst zu führen. Wenn sie mich jedoch ablehnen, dann gibt es nichts mehr, was ich für sie tun kann, außer ein anderes Gefäß zu finden, das mich genug liebt, dass es das eigene Leben niederlegt für mich. Und dann werde ich jener Seele diese Aufgabe anvertrauen. Betreffend der aktuellen Situation, da gab es junge Leute, die nach Verständnis riefen, und ältere Menschen, die durch viele falsche Wege und Regeln von Menschen verletzt worden waren. Die neue Perspektive und Salbung, die ich jenem Gefäß geschenkt hatte, wäre sehr fruchtbar gewesen, aber er vertraute mir nicht, dass ich mich um seine Bedürfnisse kümmere. Er lief zu seiner Familie, um Trost zu bekommen, und er kehrte in die Welt zurück. Vielleicht wird eine andere Gelegenheit kommen, vielleicht nicht, aber mit jedem weiteren Versuch verhärtet sich das Herz. Gnade geht verloren, man wird festgefahrener und bequemer in seinen eigenen Wegen. Doch es liegt nicht nur in meiner Natur, barmherzig zu sein, sondern auch niemals aufzugeben und weitere Gefäße zu senden, zu fasten und zu beten, zu beraten und zu führen. Wie ich es dir aber am Anfang gesagt hatte, das Herz dieser Person gehört mir nicht. Aber das, was gesagt wurde, klang heilig. Der Mund äußert viele Dinge, ein Mensch aber wird an seinen Früchten erkannt. Und hier gibt es nichts als Unordnung und Verwirrung. Meine Leute, bitte meldet euch nicht, um mein Gefäß zu werden, wenn ihr nicht willig seid, gebrochen und zu feinem Pulver gemahlen zu werden, um dann wiederbelebt zu sein von den lebendigen Wassern meines Geistes und umgestaltet von meinen eigenen Fingern. Die Anfertigung eines ehrvollen Gefäßes ist eine chaotische Angelegenheit. Der Topf muss zerbrochen werden, und jede Spur des alten Lebens muss aufgegeben und zu Pulver gemahlen werden, wenn nicht tatsächlich und konkret aufgegeben, so doch zumindest aufgegeben durch einen festen Entschluss und durch laufende Bemühungen, gehorsam zu sein. Ein Töpfer muss die Masse mit seinen Händen bearbeiten und den Lehm auf die Platte schleudern, um die verborgenen Luftblasen zu entfernen, den Stolz, welche das Gefäß veranlassen zu bersten unter dem Druck und den Temperaturen des Ofens. Wenn jener Klumpenlehm nicht willig ist, wiederholt hingeschleudert zu werden, um den Stolz komplett zu brechen, dann ist jener Lehm nutzlos für mich. Er wird nur explodieren unter dem Druck, und Druck ist das, was nötig ist, um jedes Gefäß zur Vollendung und in meinen Dienst zu führen.
Also bitte ich euch, wenn ihr aufkreuzt und euch anbietet, mir zu dienen, jedoch nicht bereit seid, schwere Verluste hinzunehmen, Verluste an allem, was ihr seid, an allem, was ihr sein könntet, an allem, was ihr gewesen seid in der Welt, wenn ihr nicht willig seid, den Stolz aus euch hinaushämmern zu lassen, dann bitte langweilt mich nicht mit eurem Wankelmut. Bleibt lieber in der Welt, bis ihr sie gründlich satt habt, und wirklich bereit seid, alles durchzumachen, um mir zu dienen. Ich werde euch immer noch lieben, ich werde immer noch auf euch hoffen, ich werde immer noch da sein für euch, aber wir werden keine Arbeitsbeziehung haben, noch die süße Gemeinschaft, die ich mit meiner Braut genieße. Nichtsdestotrotz werde ich euch lieben und für euch sorgen. Nichts wird sich ändern, ich werde euch trotzdem in den Himmel nehmen. Aber euer Leben wird glanzlos, lauwarm und dumpf sein. Da wird es durchbohrende Reue geben, wenn ihr andere seht, die befördert werden, und wie sie dann das machen, wovon ihr einmal geträumt habt, es zu tun. Ihr könntet sogar dem Neid und der Eifersucht zum Opfer fallen, welche einen verborgenen Wunsch in euch reflektieren, wofür ihr nicht bereit wart zu sterben, damit ihr es bekommt. Meine Leute, viele sind gerufen, wenige sind der Welt und leider, sehr zu meiner Bestürzung, noch weniger reagieren. Ich frage dich nun, hast du dein Leben noch nicht ganz mir übergeben in Aufrichtigkeit und Wahrheit? Wenn du mich liebst, hast du nichts zu verlieren, sondern alles zu gewinnen. Ich liebe dich, komm jetzt und bete dieses Gebet mit mir. Alles, was du tun musst, ist, dich meinen liebenden Armen anzuvertrauen und zu sagen: Ja, Herr, heute gebe ich dir mein Leben, so wie es ist. Heute übergebe ich dir meine Seele. Vergib mir für das gottlose Leben, das ich geführt habe. Vergib mir, was ich anderen angetan habe. Und hilf mir zu vergeben, was sie mir angetan haben. Komm in mein Herz, Jesus. Übernimm dieses Durcheinander, welches ich mein Leben nenne, ich übergebe es dir. Sage dies von ganzem Herzen, mein Kind, und ich werde dich umarmen und dich in eine herrliche Zukunft führen. Ja, ich mache dir dieses Versprechen. Schenke mir dein Leben und ich werde dir meine Hoffnung schenken, die Schuppen der Blindheit, die Messer der Verbitterung, die sich immer noch in deinem Herzen befinden, werde ich entfernen. Ich werde diese Wunden heilen und dich hoch über deine Feinde setzen. Du wirst die Teufel der Vergangenheit besiegen und überwinden und ihr Terror wird dich nicht mehr in Schrecken versetzen. Komm, lege deine Hand in meine. Komm, du gehörst jetzt mir. Lass uns zusammen aus diesem Gefängnis der Vergangenheit hinausgehen und in das herrliche Licht eines neuen Tages. Komm,